Hi! Das Thema Energiemanagement gewinnt immer mehr an Bedeutung, weswegen Vago einen smarten, anwenderfreundlichen Energiezähler auf den Markt gebracht hat, welchen ich euch in dem Video mal vorstellen möchte. Hier haben wir zum Beispiel ein Vollformat-Display beleuchtet, worüber man entsprechend die Energiequalitätsmerkmale auslesen kann. Dann die Push-in-Cage-Clamp-Technologie, welche anwenderfreundlich ist, da das mit dem Hebelmechanismus geöffnet bleibt und man beide Hände in dem Fall frei hat. Ansonsten haben wir hier die Ein- und Ausgänge für L1, L2 und L3 auf der Unterseite. Und oben haben wir einen Anschluss für Neutralleiter. Dann die Tarifumschaltung auf Klemme 10 und 11, 230 Volt. Und hier haben wir noch zwei Impulsausgänge, S01 Ground und S02. S01 ist der Bezug und S02 die Lieferung. Die sind auch von der Rate her einstellbar, die Impulsrate. Und das Highlight ist, dass man hier auch noch die Modbus- und M-Bus-Technologie mit inbegriffen hat. 7 und 8 für Modbus und 8 und 9 bzw. minus plus für M-Bus, um zweidrähtig beispielsweise zu einem Master zu gehen. Hier sieht man auch tatsächlich noch die Innereien. Haben sie qualitativ sehr hochwertig verlötet. Und so sieht es in dem Fall alles aus mit dem Energiezähler. Platzsparend, 72 mm. Also 4 Platzeinheiten auf der Hutschiene, sowie ein Fehlerstromschutzschalter. Genau. Und ich würde das auf die Hutschiene mal drauf machen, anschließen und gucken, wie das funktioniert, weil es nämlich in der Form smart ist, kompatibel mit einer App von Vago. Dementsprechend kann man sich auch diverse Momentaufnahmen aufzeichnen oder die jetzigen Sachen direkt auf dem Smartphone haben, um nicht immer zum Zähler gehen zu müssen, um das anzugucken, sondern alles direkt auf dem Smartphone zu haben. Das ist richtig, richtig genial. An sich habe ich mir hier auch was vorbereitet, um an der Steckdose einen Heizlüfter anklemmen zu können. Hier habe ich die Einspeisung dreiphasig. Neutralleiter habe ich mir noch rübergebrückt, eingangsseitig vom FI-Schalter. Abgangsseitig vom FI-Schalter bin ich entsprechend hier auf die Steckdose gegangen und über den Leitungsschutzschalter ebenfalls und natürlich auch den PE an der Steckdose angeklemmt. Und dementsprechend würde ich einen Smart Meter jetzt hier an der Stelle aufrasten. Ist auch eine komplette Zeitersparnis, jetzt mit der Push-In-Technologie und so. Deswegen machen wir erstmal die ganze Geschichte mit der Verdrahtung und dann sehen wir weiter. So, ich habe das Ganze jetzt einfach mal schematisch angeklemmt. Der Neutralleiter in dem Fall ist auf jeden Fall wichtig für uns und die An- und Ausgänge. Und das Geniale ist, dass man hier auch mit starren Adern, flexiblen Adern ohne und mit Aderenthülsen draufgehen kann auf die Klemmen. Dann würde ich sagen, ich gebe mal Spannung auf die Anlage. Und jetzt sieht man auch schon, dass er sich einmal einschaltet. Schon haben wir hier die ersten Werte. Jetzt haben wir beispielsweise hier oben die Softwareversion Seriennummer
Dann auch noch der aktive Tarif T1 Kilowattstunden als Messgröße und dann noch die Bezugs- und Lieferungspunkte entsprechend in der Zeile. Hier haben wir auch noch sensitive Tasten, die man so bedienen kann. Ich muss gleich mal 5 Sekunden gedrückt halten, um das dann mit der App einmal zu verbinden. Hier habe ich jetzt, hier sind die Striche zum Beispiel, um die sensitiven Tasten, je nachdem welchen man betätigen möchte, von den dreien zu betätigen. Und jetzt ist links Bluetooth. Achso, hier ist der Pfeil. Jetzt gehe ich, dann bestätige ich das einmal, dass ich nochmal nach links gehe. Und jetzt auf OK. Und jetzt habe ich hier einen QR-Code. Und den werde ich jetzt mit der App einmal einscannen. Hier habe ich einmal die App von Vago. Und jetzt Bluetooth scannen oder QR-Code scannen. QR-Code erlauben. Ja, und schon haben wir hier drei Sachen. Einmal Energiewerte, momentanen Werte und Einstellungen, um diverse Parametrierungen und so weiter ändern zu können. Dann lädt er die beispielsweise. Und dann haben wir hier eine Modbus-Baudrate und alle möglichen Impulsbreiten. Genau. Und ich möchte jetzt hier die Energiewerte einmal angezeigt haben. L1, L2, L3, Wirkenergie, Kilowattstunden und so weiter. Gucken wir gleich einfach mal, wie das Ganze aussieht. Hier bei momentanen Werte mit Spannung 230 Volt, 50 Hertz Frequenz können wir auch auf Speichern drücken, um die ganze Tabelle einmal abzuspeichern und solche Geschichten. Und das hier sind die Energiewerte. Hier einmal so betätigen, damit es mit dem Licht am Ende wieder angeht. So. Und jetzt stecke ich mal einen Heizlüfter rein. Schalte es hier einmal ein. Den FI und den Leitungsschutzschalter. Schon ist er aktiv. Dann werde ich das mit der Fernbedienung einmal einschalten. Und dann müsste man auch schon irgendwas sehen. Hier blinkt es schon mal in einer gewissen Frequenz. Hier sehe ich jetzt die Kilowattstunden, 0,049 Kilowattstunden, jetzt 0,05. Ja, jetzt ist er hier schon ein bisschen am Laufen. Hier sehen wir auch beispielsweise, hat er gleich ein 0,1 Kilowattstunden erreicht. So sieht das Ganze jetzt in dem Fall aus. Und wenn ich mir das auf dem Handy einmal betrachte, sehe ich auch bei Energiewerte zum Beispiel, dass wir hier jetzt 0,105 Kilowattstunden haben, momentan Werte, Spannung, dann noch hier 9,247 Ampere auf L1, L2 und L3 haben wir ja nichts dran und dann hier noch 2,001 Kilowatt Wirkleistung und Blindleistung und solche ganzen Sachen, die der hier auslesen kann, die zeigt er entsprechend an, auch hier die Spannung zwischen den einzelnen Leitern und so kann man das Ganze sich einmal angucken. 0,123 Kilowattstunden und da haben wir im Endeffekt auch die Werte jetzt 0,129 Kilowattstunden und es geht immer höher und einmal betätigen irgendwo, dann wird das Display wieder hell gemacht und da kann man noch andere Sachen gucken und so weiter, weiter swipen, hier sieht man auch in welchem Bereich man gerade ist, aber das ist das Interessanteste. Mit den Kilowattstunden auf einen Blick. Und wenn ich jetzt den Heizlüfter natürlich ausschalte, kann ich einmal hier per Fernbedienung machen, dann wird es auch entsprechend schon geringer mit der Abnahme der Kilowattstunden. Weitere interessante Eigenschaften an dem Produkt sind, dass wir hier einmal die Summe haben, können aber auch weitergehen. Dann sehen wir das, was auf L3 anfiel, 0 Kilowattstunden. Dann weiter auf L2 ebenfalls. L1 haben wir ja 0,158 Kilowattstunden. Und die Summe aus allen finden wir im weiteren Reiter. Falls man jetzt einbaubedingt das Produkt einmal verkehrt rum bzw. auf den Kopf gestellt einbauen müsste, gibt es hier tatsächlich auch noch eine Eigenschaft und zwar geht man hier zum Beispiel dann in die App rein auf Einstellungen und dann gehe ich hier unten bei Bildschirmrichtung
um 180 Grad drehen, gibt dann ihr Speichern ein und die PIN, die müsste jetzt der Hersteller bedingt 0000 sein, mit OK bestätigen. Und schon sehen wir, dass das Bild einmal 180 Grad gedreht wurde. Und so kann man das auch auf den Kopf eingebaut einstellen und entsprechend doch wieder zurückstellen, wieder die PIN eingeben, OK. Und dann macht das wieder so, wie man es lesen kann. Und die letzte Besonderheit, die ich noch erwähnen möchte, ist, dass das hier MID-konform ist. Bedeutet, dass es abrechnungsrelevante Messwerte liefert, somit geeicht ist. Und entsprechend für oben und unten noch solche Kappen beherbergt, die man hier entsprechend drauf machen kann. Nicht nur als Art Berührungsschutz, sondern das lässt sich auch verblompen hier an der Seite, sodass man das nicht mehr abnehmen kann und auch die Hebel nicht mehr betätigen könnte. Das ist auch ein Riesenvorteil. Ja, so vom ersten Eindruck bin ich mit dem Energiezähler, welcher für Industrie- und Privathaushalte geeignet ist, komplett zufrieden, dass man alles über die App auch direkt einsehen kann und sogar mehr Messwerte erhält, als man bei anderen Zählern beispielsweise hat. Genau, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!